Es ist ein Saisonstart zum Vergessen. Ein Ohrfeigen im ersten Spiel der Champions Hockey League. Ein Ohrfeigen, der sich schnell abzeichnet hat. Wir sind wirklich gerade überfahren worden von der ersten Minute. Und wir sind nach dem ersten Drittel haben wir uns vorgenommen, so kommen jetzt ein Wake-up-Call, aber wir sind weiterhin überfahren worden. Zug ist von Anfang an nicht bereit. Schon in der zweiten Minute schlägt es das erste Mal ein. Und im gleichen Stil geht es weiter. Tampere führt nach dem ersten Drittel schon mit 3:0. Spielt Zuger manchmal fast schwindlig. Der EVZ zeigt sich im Mitteldrittel zwar engagiert, versucht mit Kampf nochmal zurückzukommen. Goal, aber schiessen die Finnen, sie sind dort, wo es gefährlich ist. Ja, die haben mindestens 2 Tore geschossen im Nachschuss. Das heißt, wir haben den gegnerischen Schläger nicht unter Kontrolle gehabt. Auch ein paar Sachen, die spielen alle Scheiben zum Tor und haben viele Scheiben dann auch gewonnen von dem Nachschuss weg. Also nochmal 2. Aktion zum Tor. Da müssen wir eindeutig stärker werden. Auch wenn der Bediener von der Anzeigetafel einem EV Zug noch so gerne ein Goal geschenkt hätte, am Schluss gibt es im ersten von 4 Spielen der Champions Hockey League eine 0:7 Niederlage. Es soll der einzige Ausrutscher in dieser Form bleiben. Es ist noch kein Weltuntergang. Wir sind noch nicht aus der Champions League. Die Meisterschaft hat noch nicht angefangen und wir können unsere Ziele alle noch erreichen. Die nächste Chance, um es besser zu machen, die gibt es schon am Samstag. Dann geht es wieder gegen eine skandinavische Mannschaft, gegen die Djurgården Stockholm.